Servus, liebe 1000 PS-Fans, zu einem Eigner-Special hier im 1000 PS-Büro. Neben mir sitzt der Fauli, hinter der Kamera sitzt der Cookie, ich bin der Horvath. Und wir schauen uns heute BMW-Modelle an, die auf der Eigner präsentiert werden. Und in diesem Video geht es um den BMW C400 GT. So, bevor wir jetzt in Medias Res, glaube ich, heißt es. Ich habe die Latein. Heißt so? Wir wissen nicht, was heißt, aber wir sagen es des Öfteren. Passt. Also wir gehen in Medias Res gleich. Aber vergesst natürlich nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Ist völlig kostenlos und ihr kriegt alle Videos frei Haus auf euren YouTube-Kanal geliefert. Und wir freuen uns natürlich über jedes einzelne Abo. Gut, aber jetzt zum BMW C400 GT. Ist auf der Basis des BMW C400X entstanden. Der wurde ja letztes Jahr auf der EICMA präsentiert. Und ich habe es ja gerade schon erzählt. Das fand ich sehr interessant. Der stand am selben Tag, an dem er präsentiert wurde, schon in Mailand. In einem, ich glaube, Gewandgeschäft war das. In der Auslage. Einfach so, ich gehe da vorbei und denke mir, hey, warte, den kenne ich doch. Also, du hast ihn gesehen. Ich habe ihn schon gesehen. Okay, ja, sehr lustig. Genau. Ich war nämlich einmal, falls ich kurz abschweifen darf, bitte. Auch eine andere Marke einbauen. Eine Honda Fireblade, die damals neu gekommen ist, du kennst dich da besser aus mit diesen PC und so, also diese Bezeichnungen. Ja, wurscht, es war die, es ist eh egal welche es war. Jedenfalls war ich in Wien in einem Einkaufszentrum und da war irgendein Auto, stelle ich mir die angeschaut, dann gehe ich ins Obergeschoss und im letzten Eck irgendwo hinten, zwar schon so halbherzig abgezäunt, aber ist diese neue Fireblade gestanden, die dann, glaube ich, 2 oder 3 Wochen später erst auf der Messe als absolut neues Modell präsentiert wurde, wo ich mir gedacht habe, wow, Honda Austria hat die da gleich einmal irgendwo ins Eck gestellt. Keine Ahnung, wollten schauen, was da die Leute sagen. Und Mailand, ne? Also BMW, der Roller, damit wollten sie halt offensichtlich schauen, was sagen die Leute zu diesem Design. Ich meine, ist schon clever, Mailand. Was sagen wir zu dem Design von der C400X? Mir taugt es sogar, oder? Mir taugt es, ist einer der wenigen, das stimmt. Aufpassen, ich habe sogar gesagt, mir taugt es nicht. Ich finde die echt arg. Nein, ich habe es ja auch in den Kommentaren geschrieben. Also auf YouTube, auf Facebook, überall. Da haben sich die Leute die Mäuler zerfetzt. Bist du wahnsinnig. Aber ich glaube, dass wir uns deswegen, ich und ihr, falls sie euch nicht so gefällt, die X, freuen wir uns auf die GT. Also ich freue mich auf die GT, weil die schaut, der C400 GT. Ja. Gran Turismo, also wenn man BMW die Namen irgendwie sich sozusagen zu Herzen nimmt, dann müsste das eigentlich von den 650er Rollern her der tourigere sein, oder der komfortablere. So ist er zumindest ausgelegt. Also die Technik ist einmal dasselbe wie beim X. Also wir haben den 350 Kubikmotor mit 34 PS. Ist eine Mogelpackung eigentlich, weil heißt ja 400, aber 350 Kubik. Gut. Ja, lässt Luft nach oben. Lässt Luft nach oben. Laut BMW haben sie das gemacht, weil irgendwie die Fahrbarkeit und die Leistung im Segment vom 400er eigentlich liegt. Ja, gut. Deswegen gleich 400 nennen. Verstehe ich schon. Eben die 34 PS. Gewicht ist ein bisschen höher, also 212 Kilo statt 208. Darf ich gleich einhaken? Bitte. Du bist ja eben den C400X gefahren mit 208, 212, das ist jetzt nicht so viel um. Aber ist das nicht eine schwere Fuhre? Ist das nicht ein bisschen blatt für den kleinen Motor? Beim Schieben schon, das stimmt, aber ist ja meistens so, während der Fahrt, da spürt man das Gewicht nicht mehr. Vor allem der Schwerpunkt ist niedrig, der Motor sitzt niedrig, der Tank ist unten im Rahmen integriert. Kann der ordentlich beschleunigen? Passt das? Ja, das hat schon passt. Newtonmeter 35. 35 Newtonmeter, genau. Höchstgeschwindigkeit ist angegeben mit 139 km/h, aber der X hat zumindest 150 geschafft. Auf der Autobahn. Am Tacho halt. Am Tacho, klar, ist wieder nicht so ganz genau. Da ist aber, muss man sagen, halt ein großer Unterschied oder ein größerer Unterschied zwischen diesen X- und GT-Modellen als bei den 650ern, weil da ist die 650 Sport schon wirklich dynamischer und leichter als die 650 GT. Ja, das stimmt. Dürfen wir uns von der Sitzposition ein bisschen einen Unterschied erwarten zur X? Wird das ein bisschen vorteilhafter, also sofamäßiger? Also im Pressetext haben sie davon nichts erwähnt. Ich habe auch die Bilder verglichen angeschaut. Die Sitzbank schaut ziemlich gleich aus. Nur der Unterschied ist jetzt, dass sie so einen kleinen Backrest, nennt es BMW, also so eine kleine Stütze hinten für den Fahrer hat. Also dadurch könnte es komfortabler werden. Das Hauptproblem war ja nur für mich am X damals, dass das Federbein, also die Federbeine eigentlich hinten, mir zu hart abgestimmt waren.
da warte ich mir jetzt schon, dass das komfortabler wird. Also BMW hat davon nichts geschrieben. Ich hoffe mal drauf, weil sonst vorne mit der Verkleidung, wenn man sich das auf den Bildern anschaut, das setzt ja schon mehr auf Komfort. Also die Verkleidung wurde breiter vorne, die Scheibe höher, wird dadurch besserer Windschutz. Der Durchstieg wurde auch niedriger. Sitzhöhe 775. Genau. Hat für mich gepasst damals. Also das ist für nicht anders als beim X? Wird ähnlich sein, nein. Okay. Aber ich muss ja echt sagen, das Highlight beim X für mich, also als ich das auf den Bildern gesehen habe, ich bin nicht sagen, durchdrehen. GT, oder? GT. Ja? Ja, die Bezeichnungen. Ja. Aber der Scheinwerfer vorne, der ist ja mal richtig leidend. Ja. Drei Lampen mehr als beim X, gell? Also es sind so vier. Ja genau, vier, aber eine komplette, eine, die über die ganze Front geht. LED serienmäßig, leider nicht serienmäßig das Tagfahrlicht in LED. Mhm. Das muss man, ich glaube beim X hat es 100 Euro Aufpreis kostet. Das muss man dazu nehmen. Der Grund finde ich aber sehr interessant. Und zwar, ich glaube in ein oder zwei Märkten, wo der vertrieben wird, zumindest der X, ist ein Tagfahrlicht nicht legal. Okay. Sprich, sie müssen es, also müssen, um es ihnen leichter zu machen wahrscheinlich, nehmen sie das ins Zubehörprogramm auf. Naja, BMW wäre nicht BMW, wenn es da nicht, wenn es eine kurze Aufpreisliste gäbe. Bei den Motorrädern ist ja die Aufpreisliste sicher mindestens doppelt so lang wie die serienmäßige, viel mehr noch. Ja. Und jetzt haben sie bei dem Roller halt auch wenigstens was Zusätzliches. Man könnte dieses Tagfahrlicht natürlich bei den Modellen, wo es erlaubt ist, schon normal einbauen. Sicher. Aber es passt schon, weil bei BMW zahlt man gerne ein bisschen mehr. Gerne. Preis wissen wir gar nichts, gell? Preis wissen wir doch, oh. Aber zu dem komme ich gleich. Das zweite Aufpreispflichtige, was eigentlich das, ja, sag ich mal, technologische Highlight an dem Roller ist, genauso wie beim X, ist das TFT-Display. Mhm. Ich muss sagen, diesmal hat es BMW cleverer gemacht, weil beim X haben sie es so angekündigt, ja, erster Roller mit TFT-Display, aber 600 Euro Aufpreis. Okay. Da haben sie es jetzt eher im Hintergrund gelassen und gesagt, wenn man den dazu haben will, ja, da muss man Aufpreis zahlen. Aber ich muss sagen, 600 Euro ist viel Asche. Es lohnt sich aber. Also ich bin den X damals gefahren mit dem TFT-Display. Das ist schon was Feines. Mit der Navi-Integration, die Darstellung ist auch sehr schön. Du hast das Connectivity. Connectivity ist da. Dabei, dass du es mit dem Handy verbinden kannst, mit einem Navi verbinden kannst. Ja. Aber kommen wir noch zum Preis abschließend, würde ich sagen. Also wir haben bis jetzt nur den Preis für Deutschland bekommen. Liegt bei 7.800 Euro. Nicht günstig, sage ich mal. Aber auch 1.000 Euro teurer, dass ich es rausbekomme, als der X. Also für mehr Windschutz, wahrscheinlich ein bequemeres Fahrverhalten, muss man 1.000er mehr zahlen. Dafür hast du halt einen blau-weißen Propeller drauf. Da ist ein blau-weißen Propeller drauf. Steuerung haben es leider nicht angegeben, weil wir haben noch immer dieses Flex-Case. Genau, das, gut, das sollte man auch erwähnen. Es ist der Kofferraum, unter Anführungszeichen, unter der Sitzbank, so ein ausbaubarer, wo du dann einen Helm hineingeben kannst. Also es hat beim X, glaube ich, genau ein Helm dann reingepasst. Ja, genau. Ist das richtig? Wo du aber dann sozusagen bis zum Hinterreifen runter diesen Sack erweiterst. Genau. Also du kannst mit dieser Ausbaustufe nicht fahren. Nein. Du musst dann den Helm rausnehmen und das wieder einziehen, dann kannst du fahren. Also für alle Leute, die den Helm da hineingeben wollen, weil sie ihn nicht mitschleppen möchten, perfekt. Hat BMW alles richtig gemacht. Für mich, der, wenn er so einen großen Roller oder wenn er einen Roller hat, dann seltsamerweise auch gleich einen Großeinkauf damit machen muss. Das passiert mir immer, wenn ich einen Roller habe oder wenn ich hinter einem Motorrad habe, wo viel reinpasst. Dann kaufe ich auf einmal ein, dann gehe ich zum Supermarkt und gehe einkaufen und schaue, wie viel da reinpasst. Ja. Und in so einem C650 GT, na, da habe ich schon einmal auch so Getränke, das Flaschen und Milchbackeln und so reingestopft. Das ist dann natürlich unmöglich. Also wenn du einen Großeinkauf machen möchtest, hast du Pech gehabt, da bleibt dann nur ein relativ kleines Fach über, oder? Das stimmt schon. Als Vorteil natürlich ist, dass du ein schmales Heck hast, das halt wieder ein bisschen sportlicher wirkt und dann nicht so klobiges Teil hinten ist. Muss ich sagen, gibt es halt andere Hersteller, die das irgendwie schon schaffen, einen riesen Kofferraum zu haben, aber blau-weißer Propeller, wie gesagt. Blau-weißer du Propeller. Hast dann einen Roller und der GT gefällt mir halt auch wirklich besser. Ja, also ich finde die Front wirklich schauen, gut. Schreibt es in die Kommentare, was ihr von der Optik hält oder allgemein von diesen Midsize-Scootern. Ja,
Das war's. Das war's, würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen. Entschuldigung, natürlich bitte. Nicht alles von BMW. Du hast es angekündigt. Haben ja viele neue Modelle. Ich glaube, ja. sechs neue BMWs kommen. Mit dem neuen R1250 Boxer-Motor kommen ein paar. Mhm. Neue S1000R, ja, hol, oder? Ja. Aber eben, alle Videos schauen, am besten den Kanal abonnieren. Dann habt ihr es, immer. Jawohl. Na dann, führt euch. Ciao.